Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Oldtimer-Vorstellung. Heute stelle ich euch den Güldner G30 vor. Dieser verfügt über einen luftgekühlten Dreizylindermotor von Güldner aus dem Hause Linde. Durch das Axialgebläse sollte man unter Last immer in höheren Drehzahlbereichen fahren, da ansonsten der letzte Zylinder unzureichend gekühlt wird. Das Getriebe verfügt über 8 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge. In der Schnellgangausführung läuft der Schlepper etwa 30 km/h, ansonsten etwa 20. Die Heckzapfwelle verfügt über zwei Geschwindigkeiten, einmal 540 und einmal 1000 Umdrehungen in der Minute. Optional war auch eine 1000er Frontzapfwelle erhältlich. Die einfach wirkende Bosch-Regelhydraulik war damals noch optional, genauso wie der Raddruckverstärker. Diese verfügte bereits über eine Zug- und Lageregelung. Zudem konnten zwei einfach wirkende Zusatzsteuergeräte geordert werden. Der Trecker ist etwa 3,2 Meter lang, 1,6 Meter breit und mit Verdeck etwa 2,2 Meter hoch. Der Wenderadius beträgt mit Einzelradbremse etwa 3,2 Meter. Bis zu zwei Personen können auf der optionalen Sitzbank zwischen den beiden Kotflügeln sitzen. Man muss den Trecker zwar relativ lange vorglühen, aber er springt dann immer gut an. Die Zapfwellenkupplung lässt sich über ein Flacheisen entriegeln, wodurch sie während der Fahrt nicht immer ein- und ausgekuppelt werden muss. Die Warnblinkanlage war damals noch nicht Pflicht, wodurch sie auch nicht serienmäßig verbaut wurde. Sie sollte jedoch unbedingt nachgerüstet werden. Der Aufstieg ist durch die Stufe und die Lenkradschaltung gut. Der Schlepper ist sehr übersichtlich und alles ist gut erreichbar, bis auf die Zapfwellenschaltung und die Differentialsperre. Auch heute noch sind die Ersatzteile gut zu bekommen und erschwinglich. Der einfache Aufbau sowie der vergleichsweise niedrige Preis macht den Schlepper auch für Neulinge lukrativ. Der Schlepper verfügt über kein Synchrongetriebe, wodurch es beim Schaltvorgang sinnvoll ist, doppelt zu kuppeln. Der Schlepper wurde von 1963 bis 1969 in 8810 Exemplaren gebaut. Dadurch ist er der meistverkaufte Güldner Schlepper. Jetzt hört ihr noch einmal den schönen Klang des Dreizylinders. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann drückt auf Gefällt mir und abonniert meinen Kanal.